Hallo und herzlich willkommen zum Body Brain Power Podcast. Heute befinden wir uns im Podcast Room von Das Gym, das beste Gym der Welt, mit Gründer und Eigentümer Andreas Pürzl. Danke, Andi, dass du Zeit gehabt hast für den Podcast. Gerne. Servus. Wie fühlt es sich eigentlich an, jetzt jeden Morgen da herzukommen, eine Melange zu machen mit dem Wissen, du hast das geilste Gym der Welt hier gegründet, wegen dir kommen Leute von der ganzen Welt her, trainieren da, Bodybuilder, alles Mögliche. Ich bin unglaublich dankbar und mittlerweile lebe ich wirklich meinen Traum und im Himmel. Ich bin ein großer Fan davon, dass man wirklich das anstreben sollte, dass man für den Rest seines Lebens das macht, was man gerne macht. Und das mache ich auch, nur dass es einmal so weit kommt, muss man jahrelang oft auch Dinge machen, die man nicht gerne macht, beziehungsweise man muss sehr viele Opfer bringen. Das habe ich gemacht, aber jetzt bin ich eben in der glücklichen Lage, dass ich genau jeden Tag aufstehe und mich drauf freue, wenn der Wecker läutet, der eigentlich nicht mehr läuten muss, weil ich automatisch aufwache. Ja, und freue sich schon auf den Tag und muss nicht denken, oh mein Gott, jetzt müssen wir den Tag wieder hinter uns bringen. Und wann hat das erstmals die Idee, ein Gym zu bauen? Wie ist es gekommen? Ich kann mich erinnern, ich und mein Bruder haben begonnen mit Krafttraining, wie wir ungefähr 14 Jahre alt waren. Das heißt, ich war in der HTL, der ersten Klasse, oder ziemlich am Anfang. Mein Bruder war ziemlich am Anfang, also sehr jung. Und wir haben ein lokales Gym gefunden, das hat damals geheißen Fitnessstudio California. Und das war geil, weil dieses Fitnessstudio war eben so sehr familiär. Wir haben da jeden Tag nach dem Unterricht, nach der Schule, haben wir dort verbracht, haben uns aufpumpt. Komplett deppert pumpt, also wirklich einen klassischen Doppelsplit von Schwarzenegger haben wir trainiert. Und jeden Sonntag, da kann ich mich noch genau erinnern, jeden Sonntag sind wir in das Fitnessstudio gefahren und haben den ganzen Tag dort verbracht, am Fußboden liegend. Also wir haben nicht nur trainiert, wir sind einfach dort abgehangen. Das war eigentlich unser Gym. Und damals haben wir schon geredet, so ein bisschen, ja, wir wollen ein Gym eröffnen. Und also der Plan im Hinterkopf war schon immer da. Zumindest, ich kann Folgendes sagen, ich habe sehr früh gemerkt und gespürt, dass ich irgendwas mit Sport machen möchte. Ich habe schon in einem vorigen Podcast irgendwo gehört, dass du immer das Thema Bodybuilding, Fitnesstraining, so dass immer am Essenstisch ein Thema war und damit bist du eben aufgewachsen. Und wie du dann die ersten Schritte so in Realität gesetzt hast, hast du da schon gewusst, hier auf diesem Platz kommt wirklich das geilste Gym der Welt? Ich war einer der wenigen, die das gemerkt hat. Ihr müsst wissen, ich habe 3 Jahre lang nach einer Immobilie gesucht in Wien. 3 Jahre. Also ich habe mir wirklich über 30 Immobilien angeschaut in der Zeit und sehr viel. Ja. Und wie ich das erste Mal einen Schritt in diese Halle hier gemacht habe, habe ich sofort gewusst, wenn ich diese Halle bekomme, wenn ich das finanzieren kann, wenn ich das Ganze vertragstechnisch abwickeln kann, dann baue ich hier das beste Gym der Welt. Wir müssen nur den richtigen Rahmen finden für all die Visionen und Gedanken, die sie eben die 20 Jahre vor der Gymöffnung ergeben haben, um die zu realisieren. Also mir war das von Anfang an klar. Mir war auch klar, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil das war vielen nicht klar, wie das Gym eröffnet hat. Wir haben da Fotos, wo Menschenmengen vor dem Hof gestanden sind, damit sie reinkommen, weil das schon vor der Eröffnung so einen Hype. Publicity gemacht hat, also einen Hype gemacht hat. Nur, ich habe mich fast ein bisschen bei der Eröffnung geniert, weil ich gewusst habe, dass dieses Gym bei der Eröffnung zu 5% fertig ist, nur diese 5% sind schon jetzt besser oder gut genug, um es zu eröffnen. Voll. Nur, ich habe gewusst, dass die nächsten 3 Jahre oder 10 Jahre auf mich zukommen wird und darauf haben wir mich gefreut. Und jetzt, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist. Nein, aber, Anfang an. Nein, Alter, dann hast du live miterlebt, was da passiert ist. Nämlich das Gym hat sich ums Zigfache verändert. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist eben, was das Gym von anderen Gym abhebt. Genau. Dass du denkst, ist alles fertig und es geht nicht mehr Organ. Dann kommt der nächste Woche der Arnold Schwarzenegger-Figur daher und die Geräte vom originalen Temple Gym und so weiter und so fort. Also es stagniert nicht, es geht immer weiter und weiter. Deswegen hätte ich ja kein Problem. Es gibt solche Phrasen in meinem Kopf, die mir das Leben relativ einfach machen. Weil ich weiß ganz genau, wenn zum Beispiel irgendein Multimillionär kommt und neben meinem Gym ein anderes Gym eröffnen würde und sie denkt, hey, das Gym ist das beste Gym der Welt, wir bauen das komplett nach. Und er würde es komplett nachbauen. Das ist eine Geldfrage, weil nachbauen ist immer leicht.
dann wäre er heute genauso gut wie wir, aber eine Stunde später oder einen Tag später wären wir schon wieder besser, weil wir einfach Meister sind in Adaptieren und Meister sind in der Progression. Und genau das haben wir gelernt im Training und genau das gleiche machen wir im Business. Ja, voll. Und wie ist es jetzt genau dazu gekommen, also hast du davor gearbeitet, weil da beginnst du nicht einfach so nächste Woche ein Gym zu bauen, wie hast du das Geld gespart? Und das Ich habe doch heute erst in der Früh mit jemandem drüber gesprochen. Es ist eigentlich, wenn du mich fragst zum Beispiel, was sind die Geheimnisse des Erfolgs, was sind die Geheimnisse, um das beste Gym der Welt aufzubauen? Es gibt keine Geheimnisse. Es kommen sehr, sehr viele Gymbesitzer aus Deutschland hierher und wollen mit mir reden, wie wir das machen, wie wir ein Hardcore-Gym zum Erfolg bringen, wie das funktioniert, weil natürlich Fitness noch immer so klischeehaft angehaucht ist und man muss eher den Leuten folgen und auf Trends eingehen. Kompletter Bullshit. Die Schwierigkeit ist nicht, also jetzt gibt es keine Schwierigkeit mehr für uns. Die Schwierigkeit war, 20 Jahre lang das zu machen, was wir gemacht haben vor der Gymeröffnung. Und das ist der Missing Link bei den meisten Personen. Der Missing Link ist nicht das, was sie jetzt machen, sondern das, was sie hätten tun sollen in der Vergangenheit. Nämlich 20 Jahre lang wettkampforientiert trainieren, auf einem beschissenen, staubigen Fußboden liegen in einem Fitnessstudio und mit dem Bruder darüber visionieren, welche Pläne es für die Zukunft gibt, sich mit allen Facetten von Training auseinanderzusetzen, in unterschiedlichen Gyms angemeldet zu sein. Also ich war in meiner, wie ich studiert habe, habe mein ganzes Geld ausgegeben, entweder habe ich es gespart fürs Gym, wo ich das im Hinterkopf gehabt habe, oder ich habe es ausgegeben für Gym-Mitgliedschaft. Ne? Mhm. Ich war angemeldet in 9 Fitnessstudios gleichzeitig und jetzt scheißen sie Leute an, dass sie sich auch Gym nicht leisten können. Alter, bitte gescheißen, ja? Das ist nur eine Prioritätsfrage. Mhm. Und genau das ist notwendig, dass du, damit du unterschiedlichste Eindrücke bekommst. Und die haben uns geprägt, weil das, was früher passiert ist, war wichtig. Und das machen viele nicht. Was? Du kannst nicht erwarten, ich habe 2 Millionen Euro auf der Bank, ich möchte ein Fitnessstudio eröffnen, habe aber nicht 20 Jahre lang trainiert. Dann wirst du zwar ein Gym eröffnen können, wie man sieht, Fit One und so weiter, was nicht schlecht ist. Alles, was mit Training zu tun hat, ist gut. Aber du wirst nicht ein legendäres und schon gar nicht das beste Gym der Welt eröffnen. Weil da fehlen dir 20 Jahre an harter, verdammt harter Arbeit und Recherche. Denen fehlt einfach das Know-how und die wollen nur von A nach C ohne B. Du hast absolut recht. Ja. Okay. Und was war dein Job, bevor du das hier gegründet hast? Vorher hast du Intelligent Strength, die Ausbildungen gemacht und war das dein einziger Job, den du gehabt hast? Also rein jetzt beruflich gesehen habe ich ein paar HTL-Hochbau gemacht. Während der HTL habe ich schon Praktikas gemacht in Hochbaurichtung. Ich habe an Baustellen gearbeitet, sehr geil eigentlich, handwerklich. Handwerklich hat mich sehr interessiert. Dann habe ich Architektur studiert, habe während dem Architekturstudium auch teilweise bei Baufirmen gearbeitet, bei der BOA zum Beispiel, 2 Monate lang, so Ferialpraktikas. Und habe dann meine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht, unterschiedliche, und habe mich als Fitnesstrainer beworben und habe dann 8 Jahre lang als Trainer gearbeitet im John Harris. Und das war eigentlich mein längster Job als Arbeitnehmer. Und seitdem ich da aufgehört habe, arbeite ich für keinen mehr, nur für mich. Und das habe ich gemacht beruflich. Ja. Und dann habe ich begonnen, 2012 meine eigene Ausbildungsakademie zu gründen, Bücher zu schreiben. Über diese Ausbildungen und Bücher habe ich mir das Geld angespart, um überhaupt einmal über die Eröffnung von Fitnessstudien nachdenken zu können. Oder dass das irgendwie realisierbar wäre. Ja, und so ist das entstanden dann. Step by step. Der Stein ist ins Rollen gekommen. Okay. Und hast du da 2012, wie du diese Ausbildung angeboten hast, hast du da damals einfach gedacht, ich biete das jetzt an, weil sowas in dem Format gibt es nicht so gut und wir können das besser und... Richtig. Das ist wiederum der nächste Punkt. Die Schwierigkeit ist nicht, irgendwas anzubieten, also, soll man sagen, jeder Referent, jeder Trainer, ja, der irgendwo eingestellt wird, eigentlich jeder, sagen wir so, jeder Arbeitnehmer, der irgendwo eingestellt wird, sollte seinen Job besser machen können, wie derjenige, der ihn einstellt.
Das ist das Ideale. Ja? Mhm. Ich stelle nicht einen Schmied ein, wenn ich besser schmieden kann wie der Schmied. Mhm. Ja, natürlich schadet es nicht, wenn ich auch gut schmieden kann. Vielleicht bin ich gleich gut, ich habe keine Zeit fürs Schmieden, aber perfekt ist natürlich, weil ich nicht gut sein kann in jedem Bereich, nehme ich mir Personen, die gut sein in ihrem Bereich. So, das heißt, jeder kann seinen Bereich hoffentlich am besten. Ja? Das ist schon mal die Grundvoraussetzung für eine Selbstständigkeit. Also die Grundvoraussetzung für eine Selbstständigkeit, jetzt rein von den Qualifikationen her, haben viele. Die Skills haben viele, ja? Aber die Eier haben weniger. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Mhm. Damit du selbstständig wirst oder das wagst, wie du gesagt hast, wann ist da, war der Zeitpunkt, wie du dich selbstständig gemacht hast, warum hast du das angeboten? Der Grund ist, es hat einfach meine Zeit gebraucht, dass ich die Eier bekommen habe, weil die Skills waren schon viel früher da. Wenn du mich jetzt fragst, was würde ich ändern, wenn ich zurückkehren könnte 15 Jahre lang, ich würde alles schneller machen und früher machen. Ich würde früher Frauen ansprechen, also mit mir fortgehen, mit 14-Jähriger, weil ich habe schon die Fähigkeit gehabt, ich habe nicht die Eier gehabt. Ja. Ich hätte früher mit dem Gym begonnen. Ich habe schon die Fähigkeiten gehabt, ich habe nur nicht die Eier gehabt. Mhm. Und ich habe mir die Eier geholt, kann mich erinnern, wie mir die erste Freundin verlassen hat, mit ungefähr 23 oder so. Bin ich nach Nicaragua, nach Mittelamerika gereist, so eine Art Selbstfindungstrip, und das war unglaublich prägend oder wichtig für mich, mhm. weil ich dort einfach gesehen habe, Alter, die Leute würden alles machen für eine Chance und haben die Chance nicht. Mhm. Und ich habe jede Chance der Welt, weil ich Glück hatte, ganz einfach, weil ich in Österreich geboren bin, und nehme aber diese Chancen nicht wahr. Mhm. So, und somit hat sich alles auf einmal relativiert. Und ich habe auf einmal gedacht, ich kann nur mehr gewinnen, ich kann nicht mehr verlieren. Mhm. Egal, wenn ich anspreche, egal, was ich mache, das Schlimmste, was sein kann, ist, es bleibt so, wie es vorher war, hätte ich ihn nicht angesprochen. Mhm. Und das Beste, was passieren kann, ist, was wir jetzt sehen. Mhm. Okay, das hat schon fast so einen philosophischen Aspekt. Und dass du jetzt dann nach Nicaragua gegangen bist und zum Selbstfindungstrip. Und dann hast du einfach gesehen, okay, ich gehe jetzt zurück, mache mit Ding, lass die Eier raushängen und ja. riskiere es einfach sozusagen. Du kannst es runterbrechen, den ganzen Podcast, alles kannst du runterbrechen auf ein Wort, und das Wort ist Ehrlichkeit. Das gilt für jeden Bereich. Wenn du es schaffst, und das ist nicht einfach, mhm. ja, aber wenn du es schaffst, beruflich, beziehungstechnisch, privat, wie auch immer, hundertprozentig ehrlich zu sein und dir kein Blatt vor den Mund zu nehmen und dir nicht irgendwie deine Meinung von anderen wegnehmen zu lassen, dann hast du es geschafft. Nicht, dass du das so machen kannst, ja, aber das sollte das Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, immer ehrlicher zu werden. Mhm. Ehrlichkeit und Erfolg korreliert zu 100%. Mhm. Immer. Okay. Ja. Ja. Jetzt was anderes, und zwar das ganze Gym ist so ein bisschen so im Arnold Schwarzenegger-Style, und früher habe ich immer gehört, dass es echt leibend wäre und wichtig, wenn es Arnold Schwarzenegger herkommen würde, in das Gym Hallo sagen. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal vor einiger Zeit, dass du gesagt hast, das ist jetzt, ja, ich denke auch, aber dass du mal gesagt, dass es jetzt nicht mehr so Priorität ist, dass ja. er herkommt. Wird sich jetzt diese Priorität geändert, dass es nicht mehr so wichtig ist? Naja, mittlerweile versuchen wir, was ich so sagen möchte, unsere eigene Legende zu bilden, zu kreieren. Und damit meine ich nicht uns als Person, sondern das, was wir machen. Und dass wir einfach andere Personen inspirieren. Also anderen zum Erfolg zu verhelfen, sollte immer das übergeordnete Ziel sein. Ja? Und natürlich wäre es ein Wahnsinn, wenn Arnold herkommt. Natürlich ist das ein Jugendtraum, aber es wäre jetzt nicht so ein Groupie, dass ich jetzt auf einmal zum Weinen beginne, ja? Und den abschlecke und zu Füßen krieche und mir denke, das ist das Highlight meines Lebens. Das Highlight meines Lebens ist sicherlich nicht eine andere Person. Mhm. Sondern immer das, was ich mit mir selber erreiche. Ja? Ja. Diesen Egoismus musst du aufbauen, weil das ist richtig. Also es wäre mega geil, aber es würde nicht mein Handeln beeinflussen. Mhm. Es würde nicht meine Sicht auf die Dinge beeinflussen irgendwie. Mhm. Also das stehst du schon drüber. Das ist icing on the top, on the cake. Mhm. Und nicht der Cake. Ja. On the gym. Ja. Okay. Beim Thema Bodybuilding, hast du vor, jetzt irgendwann wieder auf die Bühne zu gehen, oder bleibst du jetzt eher mehr beim Powerlifting? Du warst jetzt vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren, glaube ich, auf der Bühne. Mhm.
Willst du dein Comeback feiern oder? Ich werde noch ein Comeback feiern. Okay. Das habe ich vor. Dieses Mal mit Muskelmasse. Nicht so wie die letzten Mal aus Spaghetti, sondern. Okay. Warst du nicht zufrieden mit deinem Plan? Plan ist, Muskelmasse aufzubauen. Nein, es war schon okay. Nur Genetik, also Muskelmasse und Kraft ist zu ein Großteil Genetik. Mhm. Und Training und Ernährung spielt eine untergeordnete Rolle, muss man fast sagen. Also entweder hast du Muskelmasse oder du hast keine. Und dann kannst du es natürlich durch Training ausprägen. Du kannst deinen genetischen Rahmen füllen, sozusagen. Mhm. Und ich habe sicherlich jetzt nicht die ausgezeichnete Genetik für meine Beinmuskulatur. Aber es ist auf jeden Fall ist ein Potenzial zur Verbesserung da. Mhm. Und das möchte ich natürlich ausfüllen. Wobei ich sagen muss, Training an sich, die Tätigkeit Training, ohne das Training jetzt irgendwie präsentieren zu müssen bei Wettkämpfen, ist schon das Geilste überhaupt. Ja. Wettkämpfe sind dann auch wiederum der Pluspunkt irgendwie, aber ich würde auch trainieren, sagen wir so, ich würde auch trainieren, wenn ich keinen Gramm Muskelmasse mehr aufbauen würde oder wenn ich nicht mehr stärker werden würde. Mhm. Und wenn das jemand sagt, würde ich trotzdem weiter trainieren, weil mir auch einfach die Tätigkeit Training sehr viel gibt. Es gibt mir eben immer wieder, es erinnert mich immer wieder daran, dass Schmerzen und Opfer notwendig sind. Das ist dieses Yin-Yang-Denken, das hat schon einen Grund. Mhm. Also ja, ich werde Bodybuilding wieder machen, wahrscheinlich in 2 Jahren. Mhm. Aber jetzt einmal dieses Jahr werde ich Powerlifting machen. Okay. Und dein Training jetzt auf Bodybuilding oder Powerlifting spezifisch, gehst du da, wenn du eine Trainingseinheit Powerlifting machst, gehst du da irgendwie im Kopf anders ins Training, als wenn du Bodybuilding machst? Oder ist es, denkst du, bei beiden das Gleiche ungefähr? Oder? Nein, ich denke nicht das Gleiche. Bodybuilding ist eben, bei Bodybuilding siehst du eben die Leistung am Körper und nicht anhand von der Übung oder vom Gewicht her. Man muss sagen, dass Powerlifting dich doch mehr beschäftigt als Bodybuilding, weil du das direkte Feedback hast, ob dir das Training was bringt oder nicht. Mhm. Du gehst ins Training und siehst, ob du stärker wirst oder eben nicht stärker wirst. Mhm. Bei Bodybuilding ist es sehr, sehr stark verschleiert. Und es spielen auch andere Variablen eine größere Rolle. Bodybuilding ist ein bisschen mehr 24/7 und Powerlifting ist ein bisschen mehr 2/5. Ja? Okay, also 2 Stunden, 5 Tage pro Woche. Ist Training bei Powerlifting, obwohl die Satzpausen sehr lange sind, ist doch etwas mehr auf den Punkt fokussiert, als Bodybuilding auf die Gesamtheit fokussiert ist. Mhm. Bodybuilding ist, du bist ständig in so einer Trance drinnen. Bei Powerlifting kannst du viel mehr abschalten außerhalb vom Training, aber du musst mehr anschalten im Training. Mhm. Wenn es zum Satz geht, dann geht es das richtig an. Ja, und du kannst nichts gut machen. Also, du kannst einen Satz versauen und dann ist er versaut. Bei Bodybuilding mache ich noch 5 abgefälschte Wiederholungen drauf oder eine Übung mehr. Oder bei Verletzungen trainiere ich um die Verletzung herum. Mhm. Bei Powerlifting kannst du dir das nicht erlauben. Mhm. Also die Konzentration bei Powerlifting ist ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Mhm. Okay. Okay. Es war jetzt vor 2 Wochen war so ein Social Media Influencer, der jetzt eher bekannt ist in den Veganer-Kreisen und ist zu mir gekommen und ich habe mit ihm ein bisschen geredet und er hat mich gefragt, ob in dem Gym die Leute alle stoffen. Ich habe gemeint, ich denke, größtenteils stoppt jetzt nicht. Und er hat mich auch gefragt, ob du natural bist, aber meines Wissens bist du natural. Und hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, auf die andere Seite zu wechseln oder in Zukunft? Auf die andere Seite ist gut. Also grundsätzlich meine Einstellung zu Stoff ist folgende. Du brauchst eine verdammt gute Begründung, um Steroide zu nehmen. Und diese Begründung gibt es fast nicht. Eine Begründung wäre, und die ist jetzt nicht irgendwie zuträglich zum Sport, wäre, ich bin scheiß alt und bin gebrechlich, ja, und Stoff würde mir helfen, dass mein Rest von meinem Leben besser wird, wofür eigentlich Steroide erfunden wurden. Ja. So. Der zweite Punkt ist, klar, wenn es meine Risk-to-Benefit-Ratio-Formel in meinem eigenen Kopf mir dieses Risiko wert ist, dann kann jeder machen, was er möchte. Ja? Es gibt immer, fäll eine Entscheidung und lebe mit den Konsequenzen. Das wird es immer geben. Aber die Konsequenzen sind, das muss man schon pauschal sagen, oft nicht wert. Mhm.
Mhm. Warum? Ja, oft die meisten rutschen einfach so rein in das Genre und bleiben halt dann drinnen. Und der einzige Grund, warum sie drinnen bleiben, ist, weil sie sich vor anderen Mitmenschen rechtfertigen müssten, warum sie nicht weitermachen. So ist es halt. Also du bist in einer Gruppe drinnen von Bodybuilder und du kannst irgendwie nicht aufhören. Ja. Das ist halt ein bisschen ein Scheuklappen vor dem Charakter zu haben. Das heißt, so denke ich jetzt. Mhm. Als 17-Jähriger, muss man sagen, habe ich teilweise doch als naiver 17-Jähriger Glück gehabt, dass ich nicht irgendwie die Person in dem Augenblick, wo ich mich dünn gefunden habe, zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, das hilft dir vielleicht. Und ich nicht damit angefangen habe. Das kann schon sein. Mhm. Also Glück spielt da, ist schon, Zufälle sind natürlich ein wichtiger Punkt. Deswegen kann man es nicht wirklich jemanden unterstellen, ja, das bist selber schuld, ja, du bist selber schuld, natürlich, ja, aber vielleicht warst du nicht bereit dafür, deine eigene Meinung oder deine eigene Entscheidung zu treffen. Aber man kann ja immer seine Entscheidung ändern. Mhm. Ja. Ich habe zum Glück noch nie Steroide genommen, würde das auch nicht machen, bis ich alt und gebrechlich bin, dann überlege ich es mir vielleicht. Aber ja, das ist einmal meine Oberfläche, also meine allgemeine Meinung zu dem Thema. Okay. Aber für die Bühne oder so, der Zug ist abgefahren. Also ich würde nie, also für den Sport würde ich nie Steroide nehmen. Mhm. Nie. Nie. Weil dann darunter die Konsequenzen wären, das ein großes Risiko besteht, dass es Gym in den Arsch geht, dass mein Business in den Arsch geht, weil wenn ich Steroide nehmen würde, dann würde ich mir zu 100% alles dem Training hinten anstellen, weil wenn, dann gehe ich voll all in und möchte Mr. Olympia werden. Und um Mr. Olympia zu werden, kann man nicht die Zeit nehmen, mit dir einen Podcast zu machen, was ich aber machen möchte. So, zu den anderen Gym-Mitgliedern. Das Gym ist, also es gibt, glaube ich, wohl kein Gym in Europa, wo Natural Bodybuilding so hyped wie bei uns. Und dieser Hype wurde auch durch uns ausgelöst. Mhm. Und solange Bodybuilding gehypt wird, und wenn du dir die Bilder anschaust im Gym, hängen da nur Bodybuilder, die sich was reinhauen. Und das ist, es schaut verdammt geil aus. Also würde ich es mir wünschen können, würde ich es ausschauen wollen. Also ich verstehe es auch, dass es mir gefällt. Also ich würde gern jetzt das Coleman vor dir sitzen. Das wäre super. Also es gefällt mir einfach. Aber es ist, ich würde es sehr geil finden, wenn hier im Gym das komplett außen vor gelassen wird, was jemand macht. Das ist seine eigene Entscheidung und jeder soll seine Gründe haben und man soll da keine Vorurteile geben. Jeder wird einfach gleich behandelt. Wenn jemand das Sautrottel ist, dann ist er ein Sautrottel. Nicht weil er einen Stoff nimmt oder weil er keinen Stoff nimmt. Das ist genauso wie mit Geld. Geld verändert den Charakter nicht. Geld legt den Charakter frei. Ganz einfach. Und also entweder bist du Trottel oder bist keiner. Also ich möchte hier, dass hier, egal ob du Steroide nimmst oder nicht, du wirst hier einfach hart trainieren und Erfolge erzielen. Mhm. Das ist mein Ziel. Ja. Das ist, also ich finde es geil, wenn hier alle möglichen unterschiedlichen Sportarten, wie auch immer, Strongman, Weightlifter, Bodybuilder und so weiter, das machen, was sie machen müssen von sich aus und dementsprechend auch bei den Wettkämpfen teilnehmen, die dafür kreiert wurden. Ja. Ganz einfach. Genau. Man sieht auch an vielen Mitgliedern im Team, die zum Beispiel in diesen Natural-Wettbewerben mitmachen, dass man auch ganz leibende Körper haben kann, ohne jetzt. Ah, das ist schon irre, ja. Also was da drinnen ist genetisch, ist komplett irre. Das heißt, solche Formeln wie FFMI und so weiter, die noch herangezogen werden durch Studien in den 90er Jahren, sind komplett hinfällig. Weil die dran durch. Bitte, vor zwei Wochen war die Jessica Büttner da. Mhm. Powerlifting, ja. Und macht Stiff Leg Deadlift mit 200 Kilo auf Wiederholungen. Also, bitte, wo hätte es das gegeben vor 10 Jahren? Da hätte ich mir gedacht, das gibt es nicht. Voll. Das gleiche passiert im Bodybuilding. Ja. Gab es im Gym irgendwelche Pläne, die ihr jetzt nicht durchgesetzt habt, aus irgendwelchen Gründen, weil es zu freaky war oder weil irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund? Jetzt, in dem Moment, und zwar seit einem Jahr, gibt es keine Pläne, die wir nicht umsetzen, weil andere es zu freaky halten. Mhm. Also das, und den Charakterzug baue ich nicht mehr ab, dass die Meinung anderer über meine eigene Meinung steht. Warte kurz, einen Moment.
Programm ist runtergefahren, ich glaube, es ist noch hoffentlich alles drauf. Hast du es jetzt aufgenommen? Mhm. Das ist zum ersten Mal jetzt passiert, keine Ahnung warum. Das einfach kontrollieren. Trinkst du Whisky? Trinkst du einen? Ja. Ja, eigentlich nicht, aber warum nicht? Das ist jetzt irgendein Arsch. Keine Ahnung, warum ist das jetzt mal erstmal passiert? Kein Problem. Muss man jetzt testen. Aber kannst du nicht einfach weiter einfach neu starten und dann zusammenschneiden? Ja, ich glaube, das, was wir bis jetzt aufgenommen haben, ist leider weggegangen. Achso? File, open. Wie wird denn das? Wie bitte? Ich habe alles aufgezeichnet, ja. Okay, ja, das ist schon gut. Kannst du noch mehr machen? Ja, jetzt haben wir 4 Stunden geredet. Trink mal einen Schluck. Welcher ist das? Ein guter. Scotch. Guter Cheese. Du musst wissen. Ich mache das 2-mal pro Woche, so ein Lackerl, weil es mir erstens mal schmeckt und das Teil dahinter, die Geschichte von Whisky, taucht mir. Also das gleiche mit Kaffee, ich finde das geil, wenn man ein Produkt so gut erklären kann. Und ich finde es auch extrem geil und darauf wollte ich auch eingehen, wollte ich kurz einen Kaffee fragen, weil ich bin auch ein großer Kaffee-Liebhaber. Ah. Wirklich? Ja, extrem groß. Sehr gerne, dann reden wir über Kaffee. Okay, passt. Ja, du siehst im ersten Teil, dass das aufgenommen ist. Also die Frage ist, ob das Audio gut genug ist für dich? Ja, ich meine, es ist besser als jetzt gar nichts natürlich. Also normalerweise reicht es. Genau. Ja. Wenn du mir vielleicht irgendwie zukommen lassen könntest. Ja, kein Problem. Extrem leid. Ja, machen wir es so, oder? Genau, machen wir so. Nehmen wir es noch immer mit dem auf, ziehen wir es einfach durch. Ja. Mal, da passt. Und Freestyle, okay. Ja, voll. Ich habe gesehen, dass damals, da habt ihr den Kaffee von Balthasar genommen. Ja, haben wir noch immer für Cold Brew. Ah, für den Cold Brew gesehen. Und dann seid ihr zum Sascha vom Fenster gewechselt. Ja. Genau, wie seid ihr da auf den gekommen? Naja, den Sascha habe ich kennengelernt. Ich habe mit meiner Freundin, bevor wir das Gym eröffnet haben, habe ich eine Wohnung gehabt im 5. Bezirk. Mhm. Und die Wohnung war ziemlich direkt neben Kaffee von Sascha damals. Mhm. Der war im 5. Bezirk gegeben und da sind wir immer hingegangen und da habe ich Sascha kennengelernt. Und das war ein Freak für Kaffee machen. Yeah. Und ich habe früher schon gerne Kaffee getrunken und bin dann noch mehr auf den Geschmack gekommen und bin dann eher in diese, habe dann eher mitbekommen, dass in Wien halt diese Third Wave Kaffeeschiene startet, eh schon lange gestartet hat eigentlich, aber dass es halt doch im Vergleich zu anderen Ländern oft, also Kaffeekultur in Deutschland oder in England, ja, ist am Wachsen. Ist am Wachsen, gerade in England. Ja, gibt schon einige Third Wave Cafés. Na, natürlich. Muss man sich auskennen, natürlich. Ja. Aber sind wir schon ziemlich gut dabei in Österreich. Sind wir schon gut dabei, haben wir schon eine über 5, 6, 7 gute Third Wave Cafés. Ja. Also Fenstercafé, Balthasar, People and Caffeine, ich weiß nicht, ja, ob du das Coffee kennst. Pirates. Coffee Pirates natürlich. Also, da gibt es schon einige gute. Genau. Und das. Also das Handwerk dahinter, ich bin ein mega Fan davon, dass es, ich glaube, man ist der Beste in einem Bereich, wenn es keine Zufälle mehr gibt. Also natürlich gibt es immer Zufälle, ja. Nur wenn ich jeden Handgriff und jeden Einkauf, egal ob jetzt welche Bohne ich nehme, woher ich sie nehme, Fair Trade und so weiter, wie ich die Bohne trockne, wie das ganze Prozedere dahinter, den Mahlgrad bestimmen,
was ja unglaublich viele kleine Handgriffe sind, damit es so weit einmal kommt, ja, welche Kaffeemaschine ich kaufe, welchen Filter ich da einbaue, wie lange die Durchlaufzeit ist, welche alles Mögliche sollte irgendwie, weil er der Beste werden möchte, sollte ich mich damit auskennen. Genau. Mhm. Und das taugt mir deswegen auch bei Whisky oder bei Kaffee genau das Gleiche. Und wir haben da sehr lange herum experimentiert und ich bin jetzt kein Kaffeeprofi, nicht annähernd, gar nicht. Nur man sieht einfach, dass man mit 5 Minuten jeden Tag Regelmäßigkeit, weil das erste, was ich mache, wie wir am Anfang geredet haben, kommt daher und bereite ein oder zwei Cappuccino zu am Tag und das mache ich seit einem halben Jahr. Ne, und schau, nach einem halben Jahr jeden Tag nur 1 Minute üben, bist du besser als 95% der Menschheit. Genau. Würde ich schon sagen, ja? Ja, würde ich auch sagen. Na, nicht annähernd irgendwie gut, aber du siehst, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Voll. Und das ist schon geil. Und im Endeffekt muss es einfach geil schmecken. Ja. Und ich verwende es einfach von allem das Beste. Ich finde es als Maschine eine Lama Zocco. Mhm. Die ist jetzt nicht billig. Und die kostet dann 12 Euro, oder? Genau. Und Kaffeemühle, weiß ich gar nicht, was ihr da verwendet, aber... Die haben wir auch gekauft, kostet auch 2000 Euro. Ich weiß jetzt gerade die Marke, vom Sascha. Ja, und da kennst du natürlich in dem Gebiet spitze aus. Ja. Und vor allem du machst das ja beständig, jeden Tag, immer dasselbe. Aber wie Bruce Lee mal gesagt hat, ein Mann ist irgendwie gefährlicher, der einen Kick 1000 trainiert hat, als 1000 Kicks einmal trainiert hat. Und so ist bei dem mit dem Melange, mit der schönen... Penislatte Art und so weiter. Ja, die ist noch nicht perfekt, nicht annähernd, aber ich arbeite dran. Ja. Okay, das hat man schon Vergewisserung. Der Battle wird, ja. Genau. was ich auch leimend finde, dass sie beim Kaffee, dass die Gäste, die den Kaffee trinken, dadurch, dass sie sehen, dass ihr das wirklich ernst nehmt und nicht einfach so den Kaffee dahin schmeißt, dann schätzen die, glaube ich, diesen Kaffee auch viel mehr, voll, zu trinken. Und auch vom Marketing her, ja, ist es natürlich, also du musst, also folgendes, wenn wir nur ein paar Leute schreiben, englischsprachige Leute, und ich mache null Content dabei auf Englisch eigentlich, ja, es ist geplant, das irgendwann zu switchen. Nur wenn wir englischsprachige Leute schreiben, sie folgen mir und freuen sich jeden Tag drauf, dass sie sehen, wie die Progression vom Kaffee ist. Das ist wie ein Stummfilm eigentlich. Mhm. Dann ist das schon mal alleine wert. Und so, wir haben so viele Tagesgäste, weil sie einfach eigentlich das Gym schon kennen, ohne dass sie jemals da waren. Ja. Das ist wichtig, ja? dass man das ständig eben, je mehr man herzeigt von seinem Leben, desto interessanter, wie Truman Show. Voll, geiler Film. Vor allem, das ist auch leider bei dir, dass du jetzt, wenn du Seminare hast, dass du auch den Leuten so kurze Einblicke gibst, dass sie sich ein bisschen was vorstellen können, nicht nur dann ist die Tür zu und niemand kann sehen, was da abgeht. Das wird in Zukunft viel mehr noch passieren. Also viel mehr Gratis-Content, viel mehr mitfilmen, alles gläsern darstellen, und zwar alles gläsern darstellen. Das ist noch immer so. Natürlich, weißt du hast noch immer deine eigenen Hürden, die aufgebaut worden sind. Wo man denkt, soll ich das jetzt posten, soll ich es nicht posten, aber eigentlich ist immer die richtige Antwort ja. Ja. Immer. Also es geht immer mehr in die Richtung. Ja, die Leute sind einfach interessiert an dem Leben, also wenn du immer was Spannendes machst und so weiter und du es postest. Voll. Wo siehst du dich und das Team so in 10, 20 Jahren? Hast du schon so eine Idee, ob es noch Ärger geht? Also Stillstand ist immer Rückschritt. Das Gym wird nie stillstehen. Es wird sich adaptieren und adaptieren bedeutet, man muss natürlich darauf achten, auf die Zeichen, was in Zukunft passiert. Weil sonst ist man ein Träumer. Wenn ich mir jetzt denke, in 15 Jahren oder in 17 Jahren, Alter, das war's, jetzt müssen wir das Gym schließen, weil der Mietvertrag rennt aus, was so sein wird, dann bin ich kein Realist. Weil das steht schwarz auf weiß drinnen. Das heißt, ich muss mit den Konsequenzen leben, ich muss danach planen. Das, was ich weiß, was ich herausfinden kann, muss ich eben irgendwie versuchen, so gut wie möglich wieder das zu adaptieren. Also Adaption und Progression ist immer das Ziel. Nur immer weniger an Scheiß drauf zu geben, was andere denken, weil dann bist du wirklich frei. Das hat perfekt Dorian jetzt gesagt im Interview. Genau. Don't give a fuck what other people say. Genau. That's freedom. Das trifft es wirklich auf den Punkt, weil dann hast du, weißt, ich bräuchte mich nicht rechtfertigen, weil es mir wurscht ist. Ich brauche mich nicht vor anderen rechtfertigen. Und wer das von mir verlangt, soll scheißen gehen, im Endeffekt.
Und das muss man halt aufbauen. Also ich möchte einerseits, möchte ich in Zukunft natürlich, habe ich Pläne. Der Plan ist, das Gebäude zu kaufen. Ob das möglich ist oder nicht, wird sich herausstellen. Mhm. Und dann, je nachdem, was sich dadurch ergibt, werde ich eben darauf wieder Möglichkeiten ergreifen und durch Türen gehen, die sie öffnen. Mhm. Und die werden sie öffnen. Mhm. Also das Ziel ist jetzt, Gebäude kaufen, das ganze Gebäude als Gym, das wird dann doppelt so groß oder dreimal so groß, aufzubauen. Am liebsten hätte ich einen Standpunkt hier, dass das Gym in Wien und nicht unterschiedliche Standorte. Mhm. Also eine perfekte, ein Mecker, eine Qualität, die unangreifbar ist, die sich ständig adaptiert, das wäre das jetzige Ziel. Aber ich bin bereit dazu, das Ziel zu verändern und nicht darauf zu beharren. Mhm, zu adaptieren, wie es da gibt. Mhm. Okay. Dann habe ich noch zwei letzte Fragen. Und zwar eine Frage, die ich fast jeden stelle im Podcast. Wenn du aussuchen könntest, mit drei Leuten einmal Abendessen zu gehen, wer wären diese drei Leute? Irgendwann mal im Hilton. Das ist eine gute Frage. Kannst du Zeit lassen, kein Stress. Ich brauche mir eigentlich wenig Zeit lassen, weil ich es schon weiß. Es sagen zwar viele, dass Motivation zum Scheißen ist. Das stimmt, weil die Motivation, also es stimmt teilweise, weil Motivation kommt und geht. Und kommt immer im falschen Moment, leider. Du musst Eier haben und du musst auf tiefere Gefühle zurückgreifen können oder Anker zurückgreifen können, wenn du Nein sagen möchtest zu irgendwas. Aber trotzdem muss ich sagen, dass mein Leben sehr stark geprägt wurde durch unterschiedliche Persönlichkeiten, die man ständig während dem Training in den Ohren drinnen habe. Mhm. Früher andere als heute. Mhm. Aber natürlich, wir sind das Konstrukt unserer Vergangenheit und werden geprägt von unserer Vergangenheit. Mhm. Und so und wie unser Umfeld ist. Und heute ist es Gott sei Dank möglich, dass mein Umfeld nicht nur die Personen sind, mit denen ich mich unterhalte, sondern auch die Personen sind, die ich nicht mal irgendwann einmal persönlich kennenlerne, aber die ich mir einfach anschauen kann. Das hat es nicht gegeben früher. Früher habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, dass ich mir Kopfhörer aufsetze und mich ausgrenze von meiner geschissenen Familie, die nur Scheiße baut vielleicht, und in eine andere Welt begebe und dadurch positiv beeinflusst werde. Und ich bin schon ein mega Fan davon. Also mit den Leuten, mit denen ich mich treffen würde, bin stark geprägt, Gary Vaynerchuk. Mhm. Der sagt einfach, egal was man jetzt sagt, aber der sagt einfach sehr viel, was für mich Sinn macht. Es macht Sinn für mich einfach. Ich finde keine nicht viele Gegenargumente, um nicht das Gute darin zu sehen. Jordan Peterson. Sag mir was, der Name. Ja. Wer ist das? Wie soll man sagen? Ein sehr, eigentlich ein Psychologe, der viele Bücher geschrieben hat und jetzt sehr viele Seminare und ja, sehr bekannt geworden ist. Dort sagen wir auch sehr viele Dinge raus, wobei ich jetzt nicht da ständig drüber nachrede und so weiter. Und wer mich sehr geprägt hat, ist mein Bruder und meine Familie. Mhm. Sehr viel, was meine Eltern gesagt haben früher, stimmt. Andere Dinge, die sie nie erfahren haben, habe ich selber gelernt. Zum Glück. Und ich schätze den Unterschied. Ich weiß, wann meine Eltern recht haben und wann ich meine eigene Meinung bilden muss. Und mein Bruder ist ein wichtiger Punkt, ja, der immer irgendwie so ein Zugpferd war für mich. Und ich hoffe, ich auch für ihn. Das heißt, das wäre geil. Ja, so eine Runde wäre schon cool. Ja, das wäre leihwand. Also und natürlich Ronnie Coleman. Also Ronnie Coleman ist so faken kann man gar nicht, dass man so viel Positivity, so viel Positives rausstrahlt wie der. Das kann ich nicht spielen. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Das ist ein grundlegend positiv eingestellter Mensch, der immer gut drauf ist, der immer das Gute sieht und das ist richtig. Also voll hundertprozentiger Optimist ist cool. Voll. Vielleicht sitzt ihr ja in einem Amerika-Trip. Ja. Ich glaube, ihr geht ja die ganzen Gyms abchecken. So ja. Ja, voll. Eine Relaxation mit dem wird ein bisschen schwer jetzt möglich sein. Der macht schon wieder Beinpresse. Macht er schon wieder? Ja, auf der Nebula. Okay.
Ja, vielleicht werde ich ihn da besuchen. Ja. So, die allerletzte Frage, die ich noch habe, und zwar, stell vor, du könntest irgendeinen Satz oder Motto oder Lied oder Video auf die ganze Welt ausstrahlen, am Times Square, in L.A., in London, Paris, am Big Ben oben, das jeder sieht. Was wäre das, dieses Motto oder so von dir, ein Satz, was du jeden auf der Welt irgendwie gerne mitteilen würdest? Gibt es einige. Das übergeordnete Motto ist, und das lenkt, glaube ich, alles, ist wirklich gnadenloser Optimismus gepaart mit Realismus. Man sollte den Realismus, der oft negativ ist, trotzdem sehr optimistisch sehen und in eine optimistische Richtung lenken. Fertig. Immer das Gute sehen. Okay. Aber was Negatives finde ich immer. Okay. Ja. Super. Danke, Andi, für deine Zeit. Ja. War leibend.